Willkommen zu einem weiteren Hardware-Lux-Video. Wir haben heute ein Mainboard für euch im Video-Review. Und zwar hatten wir das vor kurzem im Test von Supermicro, das C9Z390CGIW. Also ein ITX-Mainboard, relativ kleines Format mit dem neuesten Intel-Chipsatz Z390. Und das stellen wir euch in diesem Video vor. Normalerweise haben wir ja Mainboards von Asus, Gigabyte, MSI und ASRock im Test. Aber seit einiger Zeit testen wir auch ganz gerne mal ein Board von Supermicro. Die kommen ja eigentlich aus dem Serverbereich. Da hatten wir sie auch lange Zeit zum Beispiel als Basis für unsere Server für Hardware-Lux. Und dann hat man sich gedacht, ja, den Consumer-Bereich, den wollen wir jetzt doch nicht so ganz der Konkurrenz überlassen und hat diesen Super-O-Brand geschaffen, Server Quality Build for Gamers, das ist der Slogan, der hier steht. Und demnach ist dieses also ein Mainboard sozusagen mit Serverqualität, aber Gaming-Features. Wir haben hier das C9Z390CGIW im Test. Das muss ich kurz erklären, Z390 ist ja der aktuelle Intel-Chipsatz für die neuesten Intel-Modelle, also auch 6 Gern und so weiter und so fort. Die können hier Platz finden. CG steht für Core Gaming, das heißt, es ist die Basisversion hier von Supermicro. Und IW ist sozusagen, I, das steht für ITX und W für Wi-Fi. Insofern wissen wir jetzt schon ungefähr, was uns erwartet. Im Lieferumfang sind so die Basissachen, die man braucht, also neben einer CD und ein paar Aufklebern, zwei SATA-Kabel, eine Slotblende und dann halt ein Anschlusskabel fürs Gehäuse und zwei Wi-Fi-Antennen. Also das ist sozusagen der Standard. Man kann sofort loslegen, wenn man sich das Board gekauft hat und braucht halt nicht noch extra Sachen dazu kaufen. Das ist okay. Wichtiger sind natürlich die Features vom Board selber. Ich habe schon gesagt, Z390-Chipsatz. Der Vorgänger hatte einen Z370. Da brauchte man noch einen Zusatzchip, um USB 3.1 Gen 2 zu erreichen. Das kann jetzt auch schon der Chipsatz. Das heißt, im Vergleich zum Vorgänger konnte man diesen einen Chip wegrationalisieren. Ansonsten sehen wir hier schon PCI Express bei 16 für die Grafikkarte auch schön mit Metall umrandet. Die DDR4-Slots ebenso mit Metall umrandet. 4 SATA-Slots sind vorhanden. Hier haben wir die, den vorderen NVMe-Port sozusagen für eure SSD. Und auf der Rückseite gibt es auch nochmal einen. Das heißt, man könnte hier theoretisch sogar zwei SSDs einsetzen. Das dazu. Hier haben wir noch einen internen Header für USB 3.1 Gen 1. Hier ist einer für USB 3.1 Gen 2. Natürlich haben wir hier die Power-Anschlüsse vorhanden und das ist ganz lustig, hier die Anschlussleiste für das Gehäuse sitzt hier auf der Oberseite. Ja, schauen wir nochmal kurz auf die Slotblende. Als einer der wenigen Hersteller macht tatsächlich Supermicro auch noch einen PS2-Anschluss auf das Board. Ansonsten sehen wir hier die Gen 1-Anschlüsse von USB 3.1 in blau und in rot sind dann sozusagen die USB 3.1 Gen 2. Da gibt es hier unten sogar einen in Type-C. Das heißt, da könnt ihr theoretisch bis zu 1 GB pro Sekunde übertragen. Da hatten wir in unserem Test so unsere Probleme mit den Übertragungsraten. Die haben wir auch an Supermicro gemeldet. Das heißt, die sind sicherlich schon an einer neuen BIOS-Version und dann sollte das auch ohne Probleme funktionieren. Hier haben wir einen Gigabit-LAN, der ist von Intel, also auch ein hochqualitativer Gigabit-LAN. Die Anschlüsse für die integrierte Grafik sind hier auf der Seite. Das ist ein DisplayPort und ein HDMI. Das WLAN-Modul kann auch Bluetooth 4.2 und 8211AC als schnellste WLAN-Variante, also auch ein sehr schnelles WLAN vorhanden. Und dann haben wir natürlich noch die analogen Anschlüsse für den Onboard-Sound. Ja, das sind sozusagen die, die wichtigsten Features. Wir gehen noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Wir haben ja nämlich 7 Phasen für die CPU-Stromversorgung. Das ist ein Unterschied von dem Board zu seinem Vorgänger. Denn vorher waren es hier nur 6 Phasen. Die eine Phase musste natürlich dazukommen, weil im Endeffekt auch mehr Kerne jetzt bei dem Prozessor dazugekommen sind. Das heißt, das Board muss etwas mehr Leistung zur Verfügung stellen.
Umgekehrt hat man es aber geschafft, weiterhin den super Stromverbrauch im Idle-Betrieb auf wirklich niedrigem Niveau zu belassen. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass das hier nur 7 Phasen sind und nicht wie bei anderen deutlich mehr. Dass sozusagen die Phasen natürlich im Effizienzbereich schlechter im Last, unter Last sind. Das heißt, wenn die unter Volllast stehen, müssen sie mehr Last bringen, als wenn das auf 8 oder auf 12 Phasen oder so aufgesplittet wird. Und entsprechend verbraucht das Board unter Last etwas mehr Strom als die Konkurrenz. Das heißt, im Idle-Betrieb alles super, unter Last wird etwas mehr verbraucht. Interessant ist, dass Supermicro viele, viele Overclocking-Funktionen integriert hat im BIOS. Das heißt, da unterscheiden sich die Supermicro-Platinen mittlerweile fast nicht mehr von Asus und Gigabyte und wie sie alle heißen. Man investiert da weiterhin rein, das heißt, die BIOS-Versionen werden sicherlich auch noch besser werden. Wir konnten mit diesem Board und auch mit dem Super O Booster, mit der Software, die man unter Windows betreiben kann, unseren 8700K mit 5 GHz betreiben. Das ist so das, was wir immer versuchen mit allen Mainboards. Manche scheitern da schon dran, so auch der Vorgänger. Mit dem neuen C9Z390CGIW konnten wir die 5 GHz erreichen. Das heißt, das ist schon mal sehr schön. Auch eine Verbesserung zum Vorgänger übrigens ist die Bootzeit. Die war beim Vorgänger sehr, sehr lange, bei knapp 30 Sekunden. Das konnten wir jetzt nicht mehr darstellen. Die lag jetzt so knapp bei der Hälfte, bei 15 Sekunden, schon im Bereich, wo die anderen Boards auch liegen. Das heißt, im Endeffekt hatte unser Marcel im Test auch deutlich zusammengefasst, die Performance von dem Board ist ungefähr auf ATX-Niveau. Da braucht man sich also keine Gedanken machen. Die Overclocking-Features sind auch auf ATX-Niveau, ist auch sehr schön. Wir konnten, wie gesagt, mit den Steckplätzen nicht so ganz die maximale Performance erreichen. Da hoffen wir auf ein Update von Supermicro. Und wie gesagt, Stromverbrauch unter Idle hervorragend, unter Last etwas viel. Das waren so die Kernpunkte. Ihr könnt es ausführlich bei uns auf der Webseite natürlich lesen, auf www.hardwarelux.de. In den Kommentaren poste ich euch auch den Link zu dem Artikel. Und eure Meinung zu der ITX-Platine könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen und bis bald.